Timo, noch 4 Tage, dann ist deine Profikarriere ja offiziell zu Ende. Ist schon etwas Wehmut dabei? Ja, halboffiziell. Also beim Finanzamt steht, dass ich Triathlon-Profi bin und das gilt auch noch für das ganze Jahr 2017. Insofern, wie gesagt, keine Wehmut, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich hier bin, vor allem auch in der sportlichen Form. Das ist das Wichtigste, wirklich fit und gesund an die Startlinie zu gehen und dann das Beste wieder rauszuholen, was in mir drin steckt. Ehrliche Antwort von dir. Ist es so, dass man in so ein Rennen anders geht, dass man weiß, es wird wahrscheinlich die letzte Langdistanz als Profi sein, oder ist es Business as usual? Nee, ich muss mich jetzt hier schon aufs Sportliche konzentrieren, weil die Herausforderung ist irre. Klar, kann man irgendwann in gutem Trainingszustand morgens aufwachen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal 3,8 schwimmen, fahre 180 Rad und laufe dann noch einen Marathon. Das kriegt man schon irgendwo wo gebacken. Aber so wie die Vorbereitung jetzt war, muss ich das schon mit dem Ziel machen, weil die ganze Schinderei und auch die wirklich schwierigen Momente, die halt auch immer in so einer Vorbereitung liegen, die kannst du nur überwinden, wenn du ein klares Ziel hast und einen klaren Fokus. Und den habe ich gehabt für Sonntag und jetzt gilt es halt auch wirklich noch die Geschichte zu Ende zu schreiben, das letzte Kapitel hier in Rot zu schreiben und dann freue ich mich auch auf nächste Woche, kann ein bisschen durchatmen und dann ist ja noch ein bisschen was zu tun auch das Jahr. Du hast im Frühjahr erzählt, dass deine Trainingswerte, deine Leistungswerte ja eigentlich so sind wie früher. Das heißt, was dürfen wir am Sonntag von dir erwarten und worauf muss sich die Konkurrenz einstellen? Was darf man erwarten von mir oder was kann ich von mir selbst erwarten? Ich denke, das Wichtigste ist wie immer, dass ich mir selbst treu bleibe, ja, dass ich auch nicht zu viel anfange da zu taktieren, wenn du Vorsprung bekommst oder Rückstand, sondern dass ich bei mir bleibe während dem Rennen. Und ich habe oft die besten Rennen gemacht, gerade dann im Marathon, wenn ich erstmal gelaufen bin. Ja. Also Laufen des Laufens wegen und nicht Laufen des Gewinnens wegen. Und dann auf die Chance auch gewartet habe, dass die Rennkonstellation so ist, dass ich alles reinlege. Und wenn dieser Moment kommt, dass ich wirklich alles reinlegen kann, dann ist auch wieder was Außergewöhnliches möglich und dann ist auch ein Rennen möglich wie die ganzen letzten Jahre. Das ist für Sonntag ja wieder richtig heißes Wetter angesagt. Wird das einen Einfluss haben auf deine Renntaktik? Also ich werde auf jeden Fall mehr ins Schwitzen kommen und klar, Triathlon ist natürlich ein Sport, wo die Sonne auch dazugehört und du bist froh, wenn das Wetter gut ist zum Trainieren, aber oft verflucht man es natürlich auch im Wettkampf, vor allem beim Laufen, wenn die Sonne runterbrutzelt. Aber für das Rennen an sich, denke ich, ist eher sogar ein kleiner Vorteil für mich, weil ich schon wirklich viel erlebt habe, viele Hitzerennen und weiß da ganz gut drauf zu reagieren. Ich habe so ein ganz gutes, ich sag mal, Management auch, um mich zu kühlen, hab gute Kleider an und kann mich auch ganz gut einschätzen, dass man genau dieses Quäntchen überdrehen vielleicht dann im Wettkampf nicht macht und dann so immer die Körpertemperatur, soweit es geht, konstant halten kann. Ist ja eine neue Laufstrecke. Ist die leichter bei Hitze zu laufen oder schwerer? Ist ja nicht mehr am Kanal, wo es immer ein bisschen windig war teilweise. Ja, also wenn wir danach sehen. Also ich denke jetzt so, die Argumentation war natürlich Sicherheit und die Zuschauer können kommen und das halt in Rot alles betrachten. Das stimmt alles, sehe ich auch. Aber es gibt natürlich auch noch der Punkt des Mythos und dass man ein Rennen nicht nur macht, um ein Event besser darzustellen, sondern weil halt man ein Rennen macht, weil die Strecken so sind. Und deshalb traue ich schon ein kleines bisschen dem Kanal hinterher, der langen Gerade, den langen Geraden. Aber ich bin auch klar offen für die neue Strecke und bin sie im Training schon oft abgelaufen. Es wird anstrengender, weil es welliger wird. Aber es wird auch ein größeres Spektakel werden und im Endeffekt freue ich mich drauf und werde dir dann nach dem Rennen als einer der ersten berichten, wie sie dann ist. Das wollte ich sagen, da werden wir mehr wissen, wie das war. Wir wünschen dir jetzt noch 3 Tage gute Vorbereitung auf Sonntag und dann alles Gute für das letzte große Rennen in Rot, Timo. Ja, danke dir, Harald.